Am 26. Mai findet die Europawahl statt und ich stehe hier mit einem weiteren Kandidaten der AfD aus Nordrhein-Westfalen, der kandidieren wird auf Platz 16. Martin, wir stehen hier in Düsseldorf, aber du bist gar nicht aus Düsseldorf, sondern aus Münster. Du bist dort der Vorsitzende der AfD in Münster, oder? Erzähl doch mal, wie ist das so als AfD-Vorsitzender im Kreis mit der schlechtesten Zustimmung für die AfD? Die Frage ist ja immer so ziemlich das Brutalste, was mir passieren kann. Ja, ja, es ist richtig, wir haben da in Münster nur 4,9% geholt bei der Bundestagswahl. Aber man muss ja das Umfeld sehen, in dem wir da arbeiten. Wir hatten neulich zum Beispiel einen Kreisparteitag gehabt, einen Kreisparteitag. Und da hatten wir 1.800 Gegendemonstranten. Das muss man erstmal schaffen. Klar, Münster ist verdorben. Ja, es ist eine Alt-68er Hochburg, die sind alle dort hängen geblieben. Wir haben dort einen riesigen Kulturbetrieb, wir haben dort viele staatliche und städtische Behörden. Der größte Arbeitgeber in Münster ist die Stadt Münster selber. Was muss ich da noch mehr sagen? Beamte haben ja nicht so den Wechselwillen und sägen auch nicht so gerne an dem Ast, auf dem sie sitzen. Aber wir haben dort einen echt aktiven Kreisverband und mit über 100 Mitgliedern dort sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Aber so verkehrt kann es in Münster doch gar nicht sein. Ich höre immer, dass Münster eine wachsende Stadt ist und gerade für junge Leute, wir sind ja von der JA, auch eine sehr attraktive Stadt. Also woran liegt das, dass die jungen Studenten offenbar, deiner, so wie man das da sieht, nicht so sehr interessiert sind an der AfD? Ist das überhaupt so oder denkst du, dass die AfD auch für die jungen Leute sehr viel zu bieten hat? Ja, also die jungen Leute kommen ja wie vorgebackene Brötchen aus den Öfen der Schulindustrie. Ja? Ich merke das jetzt gerade, bin ich ganz viel unterwegs im Wahlkampf, in Schulen unterwegs, Podiumsdiskussion. Es ist erschreckend, was ich da erlebe. Neulich hat mir doch wirklich tatsächlich eine Schülerin mit Tränen in den Augen, ja, die hat geheult und hat bei der Podiumsdiskussion gesagt, Herr Schiller, Sie als AfD wollen das Europaparlament abschaffen, das ist unmöglich, das letzte Parlament, was wir haben. Quatsch, es ist nicht das letzte Parlament, da könnte ich es noch länger mich drauf ausführen. Aber ich will damit nur sagen, wie doch unsere Jugend, und deswegen bedarf es auch bei euch viel Arbeit, denn ihr hört, ah, es ist auch schwierig, ich kann mir vorstellen, gerade die Jugend, dass wir da eine Gegenentwicklung schaffen, eine Gegenkraft, die dafür sorgt, dass unsere Jugend endlich aufwacht. Mhm. Denn sie betrifft ja auch diese ganzen Fehlentscheidungen, die aus Brüssel kommen. Zunächst zu deiner Person. Du bist, wie ich das richtig recherchiert habe, Unternehmer in Münster, hast auch Familie. Kannst du ein bisschen was zu deiner Person sagen? Ja, genau. Ich habe ein kleines Unternehmen in Münster. Ich bin seit über 15 Jahren dort selbstständig. Ich habe vorher 10 Jahre in Mexiko gelebt und gearbeitet und seit 2004 wieder zurück in Münster mit einem Betrieb, der in der Textilbranche tätig ist. Und ich bin 2013 in die AfD eingestiegen, weil ich, ob als Unternehmer oder Privatmann, nicht gerne veräppelt werde. Ja. Okay. Und dieser Euro-Kurs da, den wir erlebt haben, der ist letztendlich eine gigantische, ich sag mal, Volksverarsche. Ja. Okay. Und deswegen bin ich in die AfD eingestiegen. Ansonsten verheiratet, 2 Kinder, ganz normales bürgerliches Leben. Ich hatte eigentlich nie vor, in die Politik zu gehen. Mhm. Wie so viele. Also viele AfD-Politiker sind Queransteiger tatsächlich, ne? Ja, es ist, ich sage immer, wir sind aus Notwehr in die Politik gegangen. Okay. Was würdest du, welche politischen Entscheidungen würdest du treffen, um es für den Mittelstand, für die Unternehmer, die Situation besser zu machen? Ja, der Mittelstand leidet ja vor allen Dingen von diesem Zentralisierungswahn, den wir dort haben. Es ist auch zu erkennen, dass wir immer mehr abrücken von der freien sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, wie wir sie schon seit Jahrzehnten haben, rücken wir ab in eine Machtwirtschaft. Und diese Machtwirtschaft wird in diesem dirigistischen, zentralistischen Monster EU ja regelrecht verstärkt. Und Großkonzerne haben jetzt angefangen, die lästige Konkurrenz irgendwie loswerden zu wollen. Und wie machen sie das? Indem sie EU-Normen, EU-Zertifizierungen, EU-Vorgaben, EU-Richtlinien umsetzen, die direkt vor allen Dingen auch die kleineren Unternehmen betreffen. Ja, die können diese ganzen Auflagen nicht mehr erfüllen. Teilweise müssen sie dicht machen, weil sie diesen Paragraphendschungel nicht mehr bedienen können. Und da müssen wir gegensetzen. Und wir können nur gegensetzen, wenn wir diese ganzen Souveränitäten, die wir abgegeben haben an das EU-Parlament, wieder zurückholen in die nationalen Parlamente. Und warum bist du der richtige Mann für Europa? Naja, ich bin nicht der Richtige. Ja, die AfD ist das Richtige. Und ich bin froh, ein Bestandteil der AfD zu sein. Und ich bin der Richtige, wenn du so möchtest, um die AfD-Programmatik zu verkaufen, um die AfD-Programmatik nach außen darzustellen. Dafür bin ich der Richtige. Okay, du hast mir jetzt viele Sachen gesagt, die du an der EU kritisierst. Gibt es auch Sachen, die du positiv siehst, ja? Wo man jetzt vielleicht auch für die jungen Wähler da draußen sagen kann, okay, wir sind für eine andere Vision von Europa. Also, welche Sachen schätzt du denn an Europa und an der EU? Also ich muss sagen, ich war vorher großer Verfechter dieser europäischen EU-Idee.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand damals die Idee wirklich charmant zu sagen, wir haben ein starkes Amerika, wir haben ein starkes Europa und wir haben ein starkes Asien. So, und es ist natürlich viel besser, wenn wir als Europa gemeinsam vereint da jetzt zusammen diese Weltmärkte bedienen. Aber man muss auch anerkennen, dass aufgrund der verschiedenen nationalen Prioritäten das nicht so ganz klappt. Also wo müssen wir wieder hin? Wir müssen zu der Ursprungsidee zurück, zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum ohne Grenzen, ein Schengen-Raum, der funktioniert. Ja, noch nicht einmal der Schengen-Raum funktioniert. Ja, also das ist ja schon das Mindeste eigentlich. Ja, aber dafür funktioniert das Bedrängen der Landwirte jetzt ganz konkret, dass sie mal eben 20% weniger düngen dürfen. Das funktioniert. Aber einen Schengen-Raum, den kriegen wir nicht geregelt. Also völlig absurd. Wir müssen wieder zurück zur Europäischen Wirtschaftsunion. Wir sind ja von der Jungen Alternative. Nenn doch mal drei Gründe, warum junge Leute, warum Erstwähler dich und die AfD wählen sollten. Punkt 1. Vielleicht hier auch in die Kamera direkt. Also Punkt 1, Tage-2-Seiten. Die Jugend ist es letztendlich, die diese Tage-2-Seiten 950 Milliarden Euro bezahlen wird. Punkt 2, Identität. Wir alle hier in Europa brauchen nationale Identitäten. Das macht uns so vielfältig und so reich in Europa. Und deswegen ist für die Jugend wichtig, diese Identitäten zu behalten. Und Punkt 3, der Austausch der Jugend, das soll natürlich beibehalten werden. Erasmus-Programme, die sind übrigens nicht abhängig von der Institution EU. Erasmus-Programme, die gibt es übrigens auch für Länder, die nicht in der Europäischen Union organisiert sind. We'll be right back.